Wow, es ist ja richtig voll geworden hier heute Morgen. Schönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum 14. Internationalen Literaturfestival hier in Berlin. Und ihr habt euch eine richtig gute Veranstaltung ausgesucht mit ganz viel Action, kann ich euch jetzt schon mal verraten. Wir werden heute einen ganz besonderen Gast begrüßen im Programm für internationale Kinder- und Jugendliteratur, nämlich den William Sutcliffe. Und wir werden über eine Zirkusgeschichte sprechen. Und wir haben uns deswegen gedacht, wir machen das heute Morgen hier auch mal ein bisschen wie im Zirkus. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, es ist alles noch so ein bisschen runtergedimmt, das Licht ist auf der Bühne auch noch gar nicht so an. Also, im Zirkus braucht man ein Publikum. Gibt es hier ein Publikum? Ja. Ja. Gibt es ein Publikum, das noch ein bisschen lauter Ja sagen kann? Ja. Sehr, sehr gut, ihr seid da. Das ist sehr schön. So, das könnt ihr euch ja schon mal, das ist schon mal eine gute Übung, weil gleich geht es darum, ein bisschen Krach zu machen. Einen Zirkusdirektor gibt es nicht so richtig, aber sowas in der Art gibt es schon. Ich bin zwar ein Moderator, ich heiße Philipp, und das ist am Ende vielleicht ein ganz bisschen dasselbe wie ein Zirkusdirektor. Einen Artisten haben wir auch da, William Sutcliffe, den holen wir nachher auf die Bühne, der ist sozusagen ein Akrobat, der ganz toll mit Sätzen und Wörtern und Geschichten umgehen kann. Und das wird er uns nachher hier auch beweisen. Kennt jemand das Buch, über das wir heute sprechen? Hat das schon jemand gelesen? Den Zirkus der Diebe? Ein paar Leute schon. Was wir noch da haben, ist eine Schauspielerin. Gibt es ja manchmal im Zirkus auch, eher Clowns, aber auch eine Schauspielerin haben wir nachher auf der Bühne. Aber was fehlt, ist Musik. Und das ist schlecht, weil, wie ihr merkt, ohne Trommelwirbel, ohne ein kleines Orchester, geht das Licht nicht an, die Manege ist nicht beleuchtet, das Ganze kann nicht anfangen. Und deswegen würde ich euch ganz gerne mal fragen, habt ihr vielleicht Lust, mit mir einen kleinen Trommelwirbel einzustudieren? Okay, so, dann versuchen wir das mal. Also, ich würde sagen, wir bauen das aus 4 Teilen auf. Ich bringe euch das bei. Steht mal alle auf. Aufstehen. Also, Nummer 1 ist die Trommel. Nummer 1 ist die Trommel. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir machen ein Geräusch wie dieses. Könnt ihr das mal machen? Sehr gut. Und dieses Geräusch muss unten leise anfangen und immer lauter und weiter hoch werden. Also es geht so. Das hört sich schon gut an. Nummer 2 ist ein Becken. Das Becken schlägt das ja sozusagen ab. Genau, und ich höre hier schon so ein paar Möglichkeiten. Man kann Ziff machen oder Pasch oder Zaff. Oder man kann einmal in die Hände klatschen. Das versuchen wir mal, ja? Wir versuchen das mal. Und zwar auf 3 machen wir einen Becken, alle zusammen. 1, 2, 3. Sehr gut. Jetzt bauen wir das schon mal ein bisschen zusammen. Die 2 weiteren Schritte folgen gleich. Also erst der Trommelwirbel und dann das Becken. Auf 3. 1, 2, 3. Sehr schön. Und jetzt kommt natürlich noch eine Fanfare. Wir haben keine Trompeten hier, also müssen wir selber die Fanfare machen. Und die Fanfare geht ganz einfach. Ta-ta-ta-ta! Sehr gut, das klingt super. Und dann der 4. Teil ist ganz einfach. Das Publikum rastet aus, johlt und klatscht. Das müssen wir jetzt nicht üben, das könnt ihr nämlich so. Und wir haben da hinten jemanden am Licht sitzen, der hat auch versprochen, wenn der Trommelwirbel richtig gut und richtig laut wird, dann geht das Licht hier auch an und wir können endlich anfangen mit der Veranstaltung. Okay, seid ihr bereit? Ja! Wisst ihr noch die 4 Schritte? Ja! Okay, dann müssen wir jetzt einen Trommelwirbel machen, den das Haus der Berliner Festspiele noch nicht gehört hat. Der muss richtig laut und richtig gut werden. Okay, auf 3 fangen wir an mit der Trommel, dann folgt das Becken. Dann, was war das 3? Richtig, genau, richtig. Trompete, ta-ta-ta-ta. Und das 4. war Applaus, genau. Also, los geht's. 1, 2, 3. Wer von euch eigentlich Zirkus gerne mag? Wer mag den Zirkus?
viele Leute. Dann komme ich mal kurz runter, weil mich würde interessieren, was gefällt euch am besten im Zirkus? Was gefällt dir alles? Also mir gefallen die Clowns. Die Clowns. Wem gefallen die Clowns am besten? Mir auch. Die Clowns sind super. Es gibt ja auch manchmal Zirkusse mit Tieren. Wer mag die Tiere? Tiere? Hier, wen magst du am liebsten? Ich mag eigentlich ehrlich gesagt alles. Die ganze Atmosphäre. Artisten und so weiter. Was machst du dann? Ja, Elefanten sind selten, aber wenn man sie mal im Zirkus sieht, ist das, finde ich, auch ein ziemliches Highlight. Und ich frage hinten nochmal nach, wen, was oder wen magst du am liebsten im Zirkus? Die weißen Löwen oder weiße Tiger. Mit Tricks durch Reiten und so weiter? Sowas. Sehr schön. Gibt es jemanden, der sich vorstellen kann, später mal im Zirkus zu arbeiten? Wirklich? Hat jemand schon mal im Zirkus gearbeitet? Im Ernst? Da seid ihr richtige Experten. Wunderbar. Okay, jetzt werden wir noch mal ein ganz bisschen leiser, weil jetzt holen wir unseren Gast auf die Bühne, den William Sutcliffe, auch ein Experte für Zirkusse. Und der kann uns aber noch ein ganz bisschen mehr darüber erzählen. Hat nämlich eine Geschichte geschrieben, in der Zirkusmenschen gar nicht nur Zirkusmenschen sind, sondern es faustdick hinter den Ohren haben, und diese Geschichte wollen wir kennenlernen. Und er kommt nicht alleine, er bringt mit die Anke, die für uns heute dolmetschen wird. Die wird ihn übersetzen, weil der William Sutcliffe spricht vor allen Dingen Englisch. Und er bringt mit Regina Giesberts, die ist die Schauspielerin und wird nachher aus dem Buch für uns lesen. Noch einmal donnernden Applaus für William Sutcliffe. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Als du so alt warst wie unsere Gäste hier, warst du da auch so fasziniert vom Zirkus? Oh yes, there's something so exciting when the circus comes to town. And so I always wanted to start this book, even before the circus starts, just that feeling of just knowing that the circus is arriving. So the whole book starts with just the girl Hannah, the hero, just hearing the sound of these lorries and the footsteps and the animals arriving, and she knows that it's already going to be a magical day. Ja, er hat es immer sehr geliebt, dieses Gefühl, der Zirkus kommt in die Stadt, und die Erwartungshaltung, die damit verbunden ist, dass man es fühlt, dass man hört den Geräusch, man hört die Lastwagen näher kommen, das Brummen, man hört das Trampeln der Tiere, Hufe. Und damit beginnt auch die Geschichte der Figur Hannah, die eben genau mit dieser Erwartung, mit dieser Aufregung in den Tag geht. Wenn du allerdings im Zirkus selber wärst, was würdest du dort sein? Well, I'd love to be in the circus, but sadly I can't juggle, I can't go on trapeze, I wouldn't know how to control a camel, but I think I know how to fall over quite well, so I'd have to be a clown, I think. Ja, es ist schwierig, was er im Zirkus machen könnte, würde das super gerne, aber er kann nicht jonglieren, er kann weder jonglieren noch am Trapez fliegen, noch kann er ein Kamel domptieren, also zähmen, ein Dompteur eines Kamels sein. Aber was er sehr gut kann, er kann super gut hinfallen, also würde er wahrscheinlich ein Clown sein. Lieber William, wir wollen dich gerne noch ein bisschen genauer kennenlernen, und ich möchte dich uns allen noch ein bisschen besser vorstellen, woher du kommst, was du machst, vielleicht auch warum du schreibst, was du machst, wenn du nicht schreibst. Und ich dachte, wir machen das ein bisschen schwer heute Morgen. Du bist ein Experte für Wörter, und genau die darf William jetzt nicht benutzen. Du antwortest mir über dein Leben, also erstmal ohne, dass du etwas sagst, sondern nur mit deinem Gesicht und einem Gesichtsausdruck, mit deinem Körper auch gerne, so als wollten wir ein Foto machen. Ich teste das mal. Bist du bereit? Sehr gut. William, du bist heute 43 Jahre alt. Wie fühlt sich das an? Oh je. Wie fühlt sich das denn heute bei euch so an? Wie seid ihr gut drauf? Macht ihr mal ein Gesicht oder eine Geste ohne Worte? Okay. Also sind schon mal fitter als sehr viel besser. Du wurdest in London geboren und lebst auch heute noch in Großbritannien, in Edinburgh. Wie sahst du wohl bei deiner Geburt aus? Das ist zerknautscht. Seit 1996 hast du 7 Bücher herausgegeben, und zwar vor